So, ich melde mich wieder zurück. Und zwar heute was Besonderes. Idena Festival, Riesenschinder Bella D. Hersteller ist Weco. Hier ist der grüne Punkt. Und ihr denkt euch bestimmt, warum stelle ich nur sowas vor? Aktuelle Scheiße, denkt ihr bestimmt. Aber nein, das sind keine aktuellen Bälle. Und zwar, die sind ungefähr 8 Jahre alt. Und diese Charge gab es nur einmal. Wirklich, nur einmal, ein Jahr haben die diese Charge verkauft. Dieses Cover gibt es noch, heute noch zu finden, aber was sich da drinnen befindet, weiß keiner. Und zwar, diese Böller haben eine rosa Lunte und sehr fett, sehr hart gewickelt, wirklich was ganz Besonderes. Und zwar, ja, so sehen sie aus. Extrem hart gewickelt. Kann man kein bisschen zudrücken. Von oben bis unten sehr hart gewickelt. Die Wandung ist auch noch okay. Kann man kein bisschen, kann irgendwie wurde so gepresst, dass die wirklich nicht mal ein bisschen zu drücken ist. Vorne zugestopft, extrem zugestopft. Und die rosa Lunte, wie man sehen kann. Ja. Hersteller ist China Dragon. Das wundert mich ein bisschen wirklich. Und ja. Ich habe mal so die letzten Tage beim Feuerwerksforum mal durchgeschaut und einige davon haben auch Bilder davon hochgeladen. Kam auch, habe ich auch bei den Kommentaren gelesen, dass diese Bälle wirklich selten sind. Und das wusste ich wirklich nicht. Ich wusste nur, dass die mal gab. Ein Jahr lang. Ich habe sie selber halt nur ein paar Packungen davon noch. Drei, vier Stück oder so. Und ja, sind wirklich was Besonderes. Und ich schätze mal, ich denke mal, beziehungsweise, dass euch das gefallen wird. Und abonniert mich. Zu diesem Produkt wird noch ein Testvideo noch erscheinen. In den nächsten Tagen. Ja. Dann viel Spaß mit dem Video und ja, bis zum nächsten Mal.